Ich begrüße Sie herzlich, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer des Eurovision Song Contests. Der Grand Prix Eurovision wird dieses Jahr aus der grünen, liebenswürdigen schwedischen Provinzstadt Malmö übertragen. Und es wird der längste sein in seiner ganzen Geschichte seit 1956. Die Sänger und Komponisten, die Autoren und Interpreten aus 23 Ländern haben sich hier im schönen Südschweden rund um die Stadt Malmö eingefunden, die etwa die Größe von Linz hat, wo jetzt Bäume und Blumen blühen, als wollten sie unter Beweis stellen, dass Malmö und Südschweden noch nicht zum kalten Norden unseres Kontinents gehört. Wenn man mit dem Wort Provinz Gelassenheit, Ruhe, gut funktionierende zwischenmenschliche Beziehungen und Zeit haben für scheinbare Nebensächlichkeiten meint, dann ist diese schöne, ernste Landschaft rund um Malmö in der Tat Provinz. Provinz mit freundlichem Selbstbewusstsein allerdings. Seit dem 14. Jahrhundert sind hier die schönen Künste in besonderem Maße beheimatet. Stadt, Bibliothek, Rathaus und mehrere Schloss- und Museumsanlagen geben Zeugnis davon. Hier existiert das größte Stadttheater ganz Schwedens zum Beispiel, dessen Intendant lange Zeit hindurch Ingmar Bergman gewesen ist. Und das jährliche Malmö-Festival ist das wichtigste Kulturereignis in ganz Schweden. Um den Kontakt mit Europa zu verstärken, planen die Schweden in absehbarer Zeit eines der größten europäischen Brückenbauwerke, die 18 Kilometer lange Brücke über den Öresund hinüber nach Kopenhagen. Eine Strecke, für die man derzeit mit dem Flugboot etwa eine halbe Stunde benötigt. Hier noch ein paar Eindrücke aus dieser schönen, kleinen, etwas verträumten Stadt Malmö. Die vielen sportlichen Ereignisse, die Ausstellungen und nicht zuletzt auch das jährliche Malmö-Festival waren der Grund für den Bau eines großzügigen Messekomplexes mit Veranstaltungsstätten in mehreren Dimensionen, darunter auch für den Bau eines großen Eisstadions am südlichen Rand der Stadt. Die Fußball-Weltmeisterschaften werden im Juli hier ausgetragen werden und natürlich zeigt Malmö sich von seiner schönsten Seite. So schön wie hier in diesen Bildern allerdings war es in dieser vergangenen Woche nicht in Malmö. Es hat immer wieder geregnet und es war auch entsprechend kalt. Aber der Reiz dieser Stadt ist auf alle, die hier für diesen Song Contest sind, übergegangen. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt sind wir in der Halle. Die Malmö Flickorna, die Mädels aus Malmö, tanzen zu den Klängen des schwedischen Siegerliedes von 1991, Fångar av en stormvind. Präsentiert wird der heurige Song Contest wieder von zwei hier in Schweden sehr bekannten Persönlichkeiten des Fernsehens. Ladies and gentlemen, your presenters, Lydia Kapolicki and Harald Reusiger. Die beiden charmanten Herrschaften begleiten uns durch das Programm und werden dies ausschließlich in Schwedisch tun, mit Ausnahme des Beginns. Und ich werde mich halt bemühen, das Wichtigste für Sie zu übersetzen. Guten Abend. God kväll. Very welcome to the 1992 Eurovision Song Contest. The Herzliche Begrüßung zur größten Game Show der this Welt. This year, greater than ever before, with 23 competing 23 Länder sind im Wettbewerb vertreten, mehr als je zuvor. The map of Europe is rapidly changing. Die Europakarte verändert sich rasch und rapid.
Alte Staaten verschwinden, Ost ist nicht länger Ost und West ist nicht länger West. Die Europäische Gemeinschaft wird größer und fester und das feiern wir heute am 9. Mai am Europatag. Und l'Est n'est plus l'Est, que l'Ouest n'est plus l'Ouest, les conditions sont réunies pour un espace européen encore plus vaste. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, 9 mai, le jour de l'Europe. And since we are in Malmö, und weil wir in Malmö in Schweden sind, werden wir uns auch an die EBU-Regeln halten und von nun an nur Schwedisch sprechen. Applaus für diese Entscheidung. Normalerweise gewinnt man Geld oder wertvolle Preise, heute Abend aber ein Symbol für Ehre und Anerkennung. Diese wunderbare Skulptur aus der berühmten schwedischen Glasmanufaktur ist der erste Preis. Vor 3 Wochen wurden hier die schwedischen Eishockeymeisterschaften ausgetragen und zum ersten Mal in der Geschichte wurde Malmö Sieger. Hier sehen wir Bilder aus diesem Finale. Aus Italien kamen Tausende von Blumen. Die Italiener, die im Vorjahr den Eurovisionscontest ausgetragen haben, haben so eine kleine Geste an ihre Nachfolger in Schweden gemacht. Die Blumen kommen aus Pescia. Und mittendrin in diesen Blumen werden Sie gleich das Orchester des Eurovision Song Contests 1992 sehen, unter Anders Berglund. Våra 48 musiker under ledning av kapellmästaren, dirigenten, maestron, kärt barn har många namn, Anders Berglund. Es sei gesagt, dass dieses Orchester wirklich eine gewaltige Leistung am heutigen Abend hinlegen muss, 23 Länder mit verschiedensten Arrangements zu begleiten. Der Grund für die Abhaltung des Eurovision Song Contests in Schweden war der Sieg der schwedischen Sängerin Carola. Hier ein Ausschnitt aus dem Siegerlied vom vorigen Jahr. Und hier ist Carola live auf der Bühne im Eisstadion von Malmö und wird eine kleine Ansprache an uns halten. Liebe Zuschauer, wo immer man ist, es ist wichtig, ein Ziel im Leben zu haben. Und mein Ziel war es, nachdem ich in München 1983 Dritte wurde, einmal den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Ein Traum, der wahr wird, das zählt wohl zu den glücklichsten Momenten im Leben. Und es war eine wunderschöne Erfahrung für mich, dass dieser Traum in Rom wahr geworden ist. Und heute Abend will ich ein Lied für Sie singen, ein Lied, das ich jemandem widme, der mir den Grund zu leben gegeben hat. All the reasons to live. All the reasons to live. Lost in time, I try to make it on my own. I built a bridge of coldness, afraid to cross the line. I open my eyes and you were there. You gave me all the reasons to live. My dreams now
echoes when you touched me. Like a child, you set my heart free. I won't be hiding anymore. I have all the reasons to live. My heart tries to forgive the memories I left behind forever. You show me the looking back through all the years, I try to touch those moments. I gave my heart away, but was it worth so many tears? 'Cause the pain I felt was endless, but sometimes you have to pay. Child, you set my heart free. I won't be hiding anymore. I have all the reasons to live. My heart tries to forgive the memories I left behind forever. You show Ja, das war Carola, die Siegerin des Vorjahres, mit einem neuen Lied, wahrscheinlich aus ihrem neuen LP, The Reason to Live. Natürlich ist sie hier ein absoluter Lokalmatador. Und sie verdient es auch, umjubelt zu werden. Sie hat eine fantastische Stimme und in Schweden wirklich sich an die Spitze der dortigen Sängergeneration gestellt. Also jetzt ist es unsere Aufgabe, den Nachfolger von Carola zu finden. 23 Länder gehen an den Start. Sie sind alle da in diesem Fotoalbum, das ich hier habe. Und zwar in der Reihenfolge, wie sie gelost worden sind. 13 weibliche Solisten, 7 männliche Interpreten und 3 Gruppen. Holland hat voriges Jahr nicht teilgenommen, aber in diesem Jahr ist es wieder mit dabei. Hier halte ich ein kleines Maskottchen für diesen Event. Harald und ich können jetzt ein bisschen der Ruhe pflegen und lassen diesen Vogel sozusagen einen Teil unserer Aufgabe übernehmen. Spanien hat die Startnummer 1 gezogen, die nicht sehr beliebt ist. Immerhin verursacht sie den weitesten Erinnerungsabstand für die Jurys, wenn es darum geht, in der Zusammenfassung die Beurteilung für die einzelnen Titel fein abzustimmen. Spaniens Lied, das ist ein Hohelied auf die Musik. Es heißt Todo esto es la música. Das alles ist Musik. Wurde von Alfredo Valbuena geschrieben, einem spanischen Musikwunderkind,
Und Sie werden im Verlauf dieses Contests, dieser Sendung, noch mehreren Wunderkindern begegnen. Valbuena hat bereits mit 11 Jahren seine ersten öffentlichen Konzerte gegeben. Gesungen wird der spanische Beitrag von einem jungen, sympathischen, blinden Sänger, Serafin Zubiri, der in Pamplona geboren worden ist und schon lange im Musikgeschäft tätig ist. Vor 5 Jahren hatte er seine Solokarriere angefangen und inzwischen bereits Langspielplatten in Hülle und Fülle auf den Markt gebracht. Das spanische Lied schwimmt so ein bisschen im Mainstream der konventionellen Unterhaltungsmusik. Todo esto es la música, geschrieben von Luis Miguel Yes, gesungen von Serafin. Spaniens Dirigent Javier Lozada. Por una vez más, para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero, es por ti. Pienso que fui yo culpa, pero tú te fuiste sin decir adiós. Solo entre los dos, el odio y el amor existen en nuestro corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí, el recuerdo, para ser sincero. Todo lo bueno y malo de la vida tiene sentido con la música. Música es alegría, también melancolía, paz, armonía y sueños, y el sabor de tus besos. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí, el recuerdo, para ser sincero, es por ti, es por ti. Applaus für den spanischen Beitrag, Todos esto es música. Serafin, ein blinder Sänger aus Spanien, hat für sein Land gesungen mit der unpopulären Startnummer 1. Leider hat dieser Vogel keinen Namen, sonst hätte ich ihn natürlich vorgestellt. Jetzt ist Belgien dran mit dem belgischen Beitrag Nous on veut des violons, wir wollen Violinen hören, stellt sich Ihnen ein junges, sympathisches Mädchen als Sängerin vor. Sie ist 15 Jahre alt und heißt Ingrid Simonis.
Ingrid stammt aus Lüttich und wurde während der Arbeit am belgischen Song Contest-Beitrag von der Textdichterin Anne-Marie Gaspard sowie vom Komponisten Claude Barsotti ganz einfach umgetauft und nennt sich seither Morgane. Ob es was bringt für Belgien, das werden wir sehen. Das Lied selbst, das unsere junge Generation und ihre Gefühle beschreibt, die hinter Klamotten und Aufmachung angeblich versteckt werden, ist eher ein bisschen Dutzendware. Ein wirklicher melodiöser Einfall, der das Lied zum Ohrwurm machen könnte, fehlt. Aber wenn schon kein Ohrwurm, so doch ganz sicher und garantiert eine Augenweide. Belgien mit Morgane und einer Komposition von Claude Barsotti und Anne-Marie Gaspard. Belgiens Dirigent Franck Fierweer. Wir wollen Violinen hören. Ensuite, en pantalon, trop haut de génération, on cache les émotions sous la peau d'un blouson. Mais sous l'apparence, mais derrière l'insouciance, on dit rien de nos blessures, ma génération assure. En rap et en funky, génération bobby, on cache les puissants sous des tonnes de béton. Mais cet air d'insouciance n'est rien qu'une apparence, au pays sans frontières, ma génération espère. Nous on veut des violons et des statues de pierre. Pas d'histoire, pas de passé, pas de mémoire. Mon cœur bat la chamade sous mon rire de parade. J'affiche l'indifférence, c'est rien qu'une apparence. Sous ces masques de couleurs, ma génération a peur. Nous on veut des violons et des statues de pierre. Mille ans de tradition, des sentiments dans l'air. Un orchestre, et puis des émotions, et puis des nuits d'ivresse. Nous on veut des violons. Nous on veut des violons et des statues de pierre. Un mélange de traditions, des sentiments dans l'air. Das war die kleine Morgane mit dem Lied aus Belgien. Claude Barsotti und Anne-Marie Gaspard sind verantwortlich für den Song. Und jetzt ist Israel an der Reihe. Israel hat wie Spanien, Schweden und Italien den Eurovision Song Contest bereits zweimal gewonnen. 1978 und 1979 war dieses Land, das an die Europäische Rundfunkunion assoziiert ist, mit Happy Sound erfolgreich. Sie werden sich ganz bestimmt noch an die Lieder aus Israel erinnern können. Meistens durch Gruppen dargeboten. Diesmal setzt Israel auf Latin Sound und versucht sein Glück beim Salsa-Rhythmus. Das Lied heißt Zerak Sport, es ist nur Sport. Es beinhaltet etwa Folgendes: Das Leben geht schnell vorbei, ergreift deine Chance und alles steht dir offen. So sehen wir das im gelobten Land. Die Sängerin aus Israel heißt Daphna und zählt zu den populärsten jungen Popsängerinnen in ihrem Land.
Während ihrer Militärzeit hat sie erste Lorbeeren in der Unterhaltungsabteilung der Armee gesammelt, sowas haben die dort, trat in Musicals auf, in Filmen, in vielen Fernsehsendungen und hat auch außerhalb ihres Landes bereits Schallplatten herausgebracht. In Frankreich, in der Schweiz und in Belgien. Daphne hat Glück. Der Komponist ihres Liedes heißt Kobi Oshrat. Er ist verantwortlich für den Sieg Israels im Jahr 1979. Kompositeur und Dirigent für Israels Beitrag, Kobi Oshrat. Das ist er. Israel, Zerach Sport. Die ersten, die ein bisschen Stimmung in die Bude bringen, das war Israel mit der Interpretin Daphne. Zerach Sport, es ist nur Sport. So, der Bursche lässt sich beim Umblättern immer sehr lange Zeit. Ja, die Türkei hat die Startnummer 4 gezogen. Mit einem links-rechts gestrickten Werk kommt dieses Land diesmal zum Eurovision Song Contest. Ein Land, dem es bisher noch nicht vergönnt war, den Contest zu gewinnen. Aber eines muss man schon sagen, die Türken sorgen beinahe jedes Mal für einen guten Schuss Exotik in den doch sehr einheitlichen Gesamteindruck der Beiträge. Ich muss hinzufügen, sonst, denn diesmal haben sich auch die Türken erfolgreich in den Mainstream eingereiht, wie Sie gleich hören werden. Sie sind allerdings ihrer Zeit voraus, denn das türkische Lied heißt »Der Sommer ist vorbei«. Das türkische Gesangsquartett wird angeführt von Aylin Vatankos. Der Dirigent, wir werden ihn nach diesen schönen Bildern
Ich habe gar nicht gewusst, dass es auch eine Version von Dudelsäcken in der Türkei gibt. Gleich hier in der Eishalle von Malmö sehen. Er heißt Aydin Özari. Und das türkische Lied »Der Sommer ist vorbei«. Hier prallen zwei eigentlich unversöhnliche und unvergleichbare Welten aufeinander. Die Welt der kommerziellen Musik, der verkaufbaren Musik, der Ohrwürmer und die Welt der Musik mit bestimmten Ansprüchen seitens der Autoren, also der Komponisten, der Texter, auch der Interpreten. Griechenland hat ein Lied, das eigentlich zur zweiten Welt gehört. Es ist ein Lied an die Liebe, so heißt es auch, und stark durchsetzt von griechisch-folkloristischen Elementen, auch von griechisch-historischen Elementen. Eine Eigenschaft, die sich sehr viele Zuschauer des Eurovision Song Contest, wie ich glaube, eigentlich bei diesem Bewerb erwarten. Was aber offensichtlich für den kommerziellen Musikmarkt nicht von Bedeutung ist, denn auch Griechenland zählt zu jenen Ländern, die den Song Contest bisher noch nie gewinnen konnten. Die Sängerin aus Griechenland hört auf den schönen Namen Kleopatra. Text und Musik stammen von Christos Lagos. Der Dirigent ist Haris Andreadis. Song for Love. Ein Lied für die Liebe aus Griechenland. Genießen Sie es. Griechenlands Dirigent Haris Andreadis. Griechenland war das mit Kleopatra.
die eine Komposition von Christos Lagos gesungen hat, ein Lied für die Liebe. Frankreich ist gemeinsam mit Luxemburg das bisher erfolgreichste Eurovision Song Contest Land der Welt. Es hat in den Jahren 1958, 60, 62, 69 und 77 diesen Bewerb gewonnen, war also fünfmal bisher an der Spitze. Zu den erfolgreichen Interpreten Frankreichs zählen Namen wie Jacqueline Boyer, Isabelle Aubray, Marie Myriam. Es ist also wieder mal ein Herr fällig und dieser heißt diesmal Kali. Kali ist allerdings nicht Franzose, sondern stammt aus Martinique und hat sich vorgenommen, diesmal kein billiges Schlagerliedchen anzubieten, sondern wartet mit dem Sound seiner Heimat auf. Mit seinem Song Montez la Rivière, stromaufwärts, verbreitet Kali Karibik-Atmosphäre. Mit Steelband-Effekten in der Instrumentierung seines Songs und im Rasta-Outfit stellt der diesjährige Frankreich-Beitrag eine richtige Hommage an Bob Marley, seine Zeit und seine Musik dar. Vielleicht ist die Entsendung Kalis aber auch eine Reaktion auf das Weltbild etwa eines Le Pen in Frankreich. Montez la Rivière. Herr Dirigenten, Magdi Vasco Novarez. Montez la rivière, oh, oui. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Montez la rivière, oh. Ouvrez oreilles, oh. Apprendre goûter bruit de l'eau, il est toujours montré où là pour continuer. Continuer, oui, bébé, pas, ou piquer, j'en ai un souhait. Plus ou que monter, plus de l'eau que frais, plus ou que les bras, plus ou que les monter, monter la rivière. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Montez la rivière, oh. Ouvrez tes yeux grands. Toujours garder couler de l'eau, en mesure qu'à monter, il qu'a fini plus clair. Plus clair, oui, bébé, pas, ou bagarre. Qu'a guidé au monté la rivière d'amour, la rivière de la vie, oui. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière, monter la rivière.
Ein interessanter Beitrag, der Beitrag aus Frankreich, gesungen und komponiert von Kali. Der Text stammt von Remy Belenchambre. Und jetzt kommt das Lied mit dem Heimvorteil, nämlich der schwedische Beitrag des Eurovision Song Contests 1992. Das Gastgeberland bietet eine Ballade oder das, was man halt gemeinhin so einen typischen Song Contest-Beitrag nennt. Im Übrigen trifft das auch für das österreichische Lied zu, wobei der wesentliche Unterschied allerdings in der Interpretation liegt. Aber dazu habe ich später noch Gelegenheit, was zu sagen. Das schwedische Team Niklas Strömstedt, Komponist und Texter, sowie Christer Björkman, der Sänger, kann als sehr taugliches Beispiel dafür gelten, nämlich für die Sorte der todesmutigen Markteinsteiger. Der Komponist und Texter ist so gut wie unbekannt, der Sänger hat angeblich schon einige Nummern in der schwedischen Hitparade gehabt, hat sich aber vor einigen Jahren, wie man hört, seiner inneren Vorliebe nachgebend nach Frankreich zurückgezogen, wo er jetzt lebt. Das schwedische Austragungsland lässt natürlich auch hier sich nicht die Gelegenheit entgehen, wiederum Bilder aus der schönen südschwedischen Landschaft zu zeigen, aus Schonen. Und so 3-4 Einstellungen haben wir auch aus Stockholm gesehen. Das aber ist wieder Malmö, was Sie hier sehen. Und jetzt kommt der schwedische Beitrag. Er heißt Morgen ist ein anderer Tag. Das war das Heimspiel des heurigen Grand Prix Eurovision. Christer Björkman
mit dem schwedischen Beitrag. Morgen ist ein anderer Tag. In der Tat. Wir blättern um. Peng und Portugal ist an der Reihe. Die weitaus meisten Lieder, die beim Eurovision Song Contest für ihr Land antreten, besingen die Liebe und die vielen Variationen der Gefühle, die damit zusammenhängen. Einige wenige sind politische Lieder, ganz wenige. Und ein paar beschäftigen sich auch mit den vielen Aspekten der Umweltprobleme, die wir haben. Portugal hat für den Eurovision Song Contest 92 ein Hohelied mitgebracht auf das frische Wasser. Dina heißt die junge Dame, die singt. Und wenn man den Presseaussendungen ihrer Schallplattenfirma Glauben schenken darf, dann zählt sie zu den bekanntesten Popsängerinnen Portugals. Sie hat die Hymne auf das erfrischende Wasser auch selbst komponiert. Und auch für den Text ist eine Frau verantwortlich in Portugal, nämlich Rosa Lobato Faria. Das Lied heißt Die Liebe zum frischen Wasser. Schlicht und einfach. Portugals Dirigent Carlos Alberto Muniz. Sie lässt nichts über ein gutes Glas frisches Wasser kommen. Dina aus Portugal.
Für die schöne und unglückliche Insel Zypern tritt ein besonders schönes Mädchen auf die Bühne des Eurovision Song Contests hier in Malmö, die gemeinsam mit dem Komponisten und Texter ihres Liedes, Georges Theofanus, der auch der Dirigent ist, zu den wirklichen Profis ihres Landes zählt. Nach einigen Erfolgen als Wunderkind, also schon wieder eines von den Wunderkindern heute, Evridiki, so heißt die Sängerin, trat bereits mit 7 Jahren erfolgreich auf, begann sie im heimatlichen Konservatorium Musik zu studieren, Gitarre und Harmonie, und setzt jetzt gerade ihr Studium am Berklee College of Music in Boston fort. In der deutschen Übersetzung heißt das Lied Zyperns Füreinander geschaffen. Ist ein Liebeslied über die Sympathie zwischen verwandten Seelen. Die Bedeutung, mit der das Lied einherschreitet, ist nicht ganz seiner Qualität angemessen, aber was tut's? 3 Minuten Augenweide sind auch ein Vergnügen. Die Eurydike aus Zypern, Evridiki, und ihr Lied Tairiasume, Füreinander geschaffen. Kompositeur und Dirigent für Zyperns Bidrag, George Theofanus. Varsågod. So kann man das Publikum auch ein bisschen pflanzen. Ein Applaus-Teaser am Schluss des zypriotischen Beitrags Tairiasume. Gesungen hat Evridiki.
Hier kommt Malta. Und hier kommt auch einer der großen Favoriten des Eurovision Song Contests 1992. Neben dem englischen und irischen Song, die wir noch hören werden, ist Malta sowohl in den offiziellen als auch in den Journalistenwetten in Malmö unter den ersten drei. Marie Spiteri heißt die Sängerin, die eine Komposition von Georgina Abela singt, mit einem Text von Remo Mahoney. Kleines Kind, so heißt das Lied in der deutschen Übersetzung und beschreibt sehr lyrisch die Suche nach dem einst so fröhlichen Kind in sich selbst. Marie Spiteri ist gar kein glamouröser Star-Typ, sondern eher der Typ einer jungen, etablierten Hausfrau. Auch sie, ein ehemaliges sogenanntes Wunderkind, konnte bereits internationale Lorbeeren bei einem Songfestival in Tokio für ihr Land einheimsen. Sie hat damals gewonnen. Marie hat auch eine eigene Fernsehshow in Malta im Fernsehen und genießt hier natürlich den Vorteil, Englisch singen zu dürfen. Englisch ist die offizielle Sprache in Malta, neben dem maltesischen Dialekt. Der Referent ist Paul Abela. Little child, you look, it pains me. It's an answer your eyes seek. Can't you see what shadow of a soul I've come to be, tired of the sea? Little child, come sit beside me. So much I have to say. Stay as free as high winds on the seas. No destiny bringing lonely tears. Smile today and leave best behind. Live it up day by day, and surely you may find that both sorrow. An answer your eyes give. Now you see, I'm on the road again. I'm bringing out what shadows in me. Hier großer Applaus für Marie Spiteri und ihrem maltesischen Lied Kleines Kind. In der Tat der große Favorit, einer der drei großen Favoriten des heurigen Song Contests.
Und jetzt werden Sie etwa 1,5 Minuten lang wirklich faszinierende Bilder sehen können aus Island, aus der eisigen Schönheit dieses Landes, die Vulkane, Geysire, die Thermalquellen, die Ansichten vom Eismeer und auch das öde Reykjavik. Island singt erst seit einigen Jahren mit im Konzert des Eurovision Song Contest, aber es ist zu beobachten, dass die Musikindustrie und die Popkünstler des Landes dies mit von Jahr zu Jahr wachsender Inbrunst tun. Ich erinnere mich gern an einige schräge Lieder und ebenso schräge Typen, die dieses Land auf die Bühne des Contests gestellt hat und habe eigentlich für dieses Jahr was Ähnliches erwartet, aber Island hat offensichtlich gelernt, dass man mit interessantem Außenseitertum hier keine goldenen Nasen verdienen kann und hat sich für dieses Jahr brav in den Reigen der anderen Länder eingereiht. Das Lied heißt Nein oder Ja, Nee oder Jau. Es ist ein Lied natürlich über die Liebe und darüber, wie man am besten bei seinem angepeilten Partner landen kann. Zwei Mädchen bilden den Vordergrund der Gruppe Heart to Heart und stehen ganz in der Tradition der Bobby Socks, die 85 den Song Contest für Norwegen gewonnen haben. Sie werden sich bestimmt noch dran erinnern. Island. Nigel Wright. Und das Lied Nei Eda Jau. Nein oder Ja. Nicht eisiger Fröhlichkeit aus Island, die Gruppe Heart to Heart. Das Lied ist Nei eða Já, Nein oder Ja, und wurde geschrieben von Fredrik Karlsson, Greta Örvarsson und Stefan Hilmarsson. Flotter Happy Sound aus dem höchsten Norden Europas. Finnland und sein Sänger namens Paavo erklären ihre Liebe zum Radio mit dem Lied Jamma Jamma. Der Refraintext besteht ausschließlich aus den 14-mal gesungenen Wort Jamma. Die Aussage hingegen steckt in den Strophen und ist eine Hymne an das gute alte Dampfradio.
Der Sänger Pavel ist auch gleichzeitig der Komponist dieses Liedes. Für den vorhin beschriebenen Text zeichnet ein Herr namens Hector. Hier ebenfalls die wunderschönen Landschaftsbilder aus dem Land der tausend Seen. Hier eine der größten Industrien des Landes, die Holzindustrie, versinnbildlicht durch das geflößte Holz. Schären, Idyllen, wo man hinblickt. Finnland, ein schönes, erholsames Urlaubsland. Und für diesen Urlaub, für einen solchen Urlaub, wirbt auch dieser Beitrag. Und hier haben wir Finnlands Dirigent Olli Avenlahti. Yama 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 yama. Jama Jama, der finnische Beitrag. Jetzt gibt es eine kurze Verschnaufpause nach den ersten 12 Liedern des Eurovision Song Contests 1992. Nein, es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter mit der Schweiz. Sie haben die Pause nicht gemacht. Offensichtlich wurde zwischen der Generalprobe und der heutigen Aufführung eine Entscheidung getroffen, von der ich nicht mehr benachrichtigt werden konnte. Macht nichts. Unser Nachbarland, die Schweiz, nicht gerade dafür bekannt, besonders sangesfreudig zu sein, hat so wie Österreich 1966 mit Merci Chérie von Udo Jürgens 1988 den Song Contest gewonnen und will jetzt ganz offensichtlich an diesen Erfolg anschließen. Damals wählte die Schweiz die französische Sprache und siehe da, die charmante Céline Dion gewann den Contest.
Was die Schweizer Interpretin Daisy Auvray 1992 singen wird, heißt zwar Mr. Music Man, ist aber nichtsdestoweniger französisch gesungen. Der Titel stammt von einem Elektrotechniker namens Gordon Dan, der in seiner Freizeit komponiert und textet. Über das Alter des schweizerischen Installateurs schweigen die Presseaussendungen. Er muss aber in den 40er Jahren geboren sein, wenn man Text und Komposition als Hinweis auf das Alter des Komponisten gelten lassen darf. Der Schweizer Beitrag mit Daisy Auvray und einem Text sowie einer Komposition von Gordon Dan. Er heißt Schweiz-Dirigent Robi Sedel. Mr. Music Man. Das war die Schweiz, die Sängerin Daisy Auvray mit einem ganz erstaunlichen Lied, Mr. Music Man. Auch Luxemburg hat die Möglichkeit, in drei Sprachen zu singen, wie die Schweiz, die es ja eigentlich in vier Sprachen kann, nämlich Französisch, Deutsch oder Letzeburgisch, Luxemburgerisch. Das kleine Land im Westen Europas zählt zu den Giganten des Grand Prix Eurovision. Luxemburg gewann fünfmal diese Veranstaltung. Jedes Mal mit französischen bzw. mit einer deutschen Interpretin. Das war damals Vicky Leandros, auch keine Deutsche, eine naturalisierte Deutsche. Das Gastarbeiterprinzip hat also Luxemburg bereits großen Erfolg beschert und umso erstaunlicher ist es, dass diesmal Luxemburg von dieser Erfolgslinie abgeht und ein rein luxemburgisches Team ins Feuer schickt. Die Sängerin heißt Marianne Welter
Komponist und Texter sind Jan Linster und Ab van Goor. Und der Titel des Liedes aus Luxemburg lautet So frei. Brauche ich nicht zu übersetzen. Und wie gesagt, Sie können die schöne letzeburgische Sprache bei diesem Beitrag aus Luxemburg hören. Dirigent Christian Jacob. Luxemburgische Beitrag, so frei, gesungen von Marion Welter. Und jetzt kommen jene 3 Minuten, für die unser Team so viele Wochen gearbeitet, geprobt und auch gezittert hat. Gestaltung und Organisation des österreichischen Beitrags wurde vom ORF in die Hände des Generalmanagers Hans R. Bayerlein gelegt, so wie 1964 mit Udo Jürgens, 5. Platz für Österreich, so wie 1965 mit Udo Jürgens, 4. Platz, so wie 1966 mit demselben Udo Jürgens, Sieg für Österreich mit Merci Chérie, so wie 1989 mit Thomas Forstner, 5. Platz für Österreich. Erprobt also das deutsche Organisationsteam des österreichischen Beitrags. Erprobt auch der deutsche Komponist Dieter Bohlen, der ein paar Zicken gemacht hat in Malmö, was aber wieder gebügelt ist. Zweifellos der erfolgreichste in seiner Heimat. Erprobt auch der deutsche Texter Joachim Horn-Bernges mit seinen Arbeiten etwa für Peter Alexander, Howard Carpendale oder Drafi Deutscher. Der Interpret ist Österreicher Tony Vegas, gestählt durch 6-jährige Tourneeerfahrung über die Dörfer, Diskotheken und Bierzelte. Tony Sarkozy, wie er wirklich heißt, ist 27 Jahre alt, von prächtiger Stimme und hat sich in den vergangenen Tagen während der Proben mit dem Lied Zusammengehen wirklich identifizieren können. Die Wetten für Österreich stehen gut, aber das ist der ungünstigste Zeitpunkt, etwas zu verschreien. Daumen halten ist angesagt
Alles Gute, Toni. Erstligeste Fan, Leon Ives. Echt verschworenes Team, war immer hart am Wind. Ich hab gedacht, dass wir vom Weg nie abzubringen sind. Mit uns, das war ne Odyssee. Ich würde so gern nochmal mit dir zusammen gehen. Und Zimate, together strong, zusammen gehen, so weit mit dir. Ab zwei, die sich so liebten, warten noch so viel. Uns war kein Ozean zu groß, kein Abendrot zu weit. Ich glaubte, du lässt mich nie los nach so einer langen Zeit. Dein Abschied ging verdammt tief rein. Doch morgen werden wir vielleicht zusammen. Zusammen gehen. Ja, das ist der Beifall für unseren Beitrag beim Eurovision Song Contest 92. Umgefallen ist er nicht, der Toni hat sehr gut seine Sache gemacht. Ja, und jetzt heißt es einfach Daumen halten. Großbritannien zählt ebenfalls zu den Wegbereitern des Eurovision Song Contests und steht mit seiner Siegesbilanz gleich hinter Luxemburg und Frankreich an der zweiten Stelle. Einige von Ihnen, meine Damen und Herren, werden sich ganz sicher noch an die barfüßige Sängerin Sandy Shaw erinnern können, die 1967 hier in Wien den Sieg für England mit Puppet on a String eingeheimst hat. Aber auch die Jahre 1969, 76 und 81 sahen England siegreich. Es ist deshalb nicht sehr überraschend, wenn ich Ihnen sage, dass Großbritannien auch heuer wieder zu den großen Favoriten zählt. Der sympathische junge Sänger Michael Ball wurde in seinem Heimatland und darüber hinaus bekannt durch die Gestaltung von Hauptrollen in den Musicals Les Misérables und Phantom der Oper. Tony Ryan, Paul Davis und Victor Stratton haben für ihn das Lied One Step Out of Time, ein Schritt heraus aus der Zeit, geschrieben. Mit diesem Beitrag schickt England eine frische, modern arrangierte Nummer in hochprofessioneller Performance in den Grand Prix. Großbritanniens Dirigent Ronnie Hazelhurst.
Darauf haben viele gewartet, auf die Performance des englischen Beitrags. Und die Fans sind ja auch im Publikum sehr zahlreich vertreten und haben alles mitgebracht, was halt Fans zu solchen Veranstaltungen mitzubringen pflegen. Michael Ball hieß der Sänger für Großbritannien. Unter der Devise Never change a winning team haben die Manager des irischen Beitrags, der jetzt an der Reihe ist, für den Song Contest wiederum Altmeister Johnny Logan gebeten. Als Komponist und als Texter. Johnny Logan ist sowohl als Sänger wie auch als Komponist und Texter verantwortlich für die beiden Siege Irlands in den Jahren 1980 und 1987. Aber schon 1970 war Irland erstmals Sieger des Contests, damals mit der blutjungen Dana und ihrem Lied All Kinds of Everything. Das waren noch Zeiten. Johnny Logan hat für die Sängerin Linda Martin das Lied Why Me für diesen Grand Prix geschrieben, Warum ich? Auch Linda hat bereits 1984 und 85 als Vertreterin Irlands am Contest teilgenommen, wobei sie 84 um Haaresbreite den Sieg verfehlt hatte. Damals auch mit einem Lied von Johnny Logan. So gesehen tut Irland also bestimmt gut daran, die beiden Altmeister ins Rennen zu schicken für Irland. Und Ihr letzter Fan, Peter Noel Kellan. Sometimes I watch you passing through my dreams. And sometimes when I look at you, you take my breath away. Sometimes I try and understand your reasons. You choose to feel the way you feel about me. And sometimes when I turn around, you're there like today, and I wanna say, why me? I look at you and I get to feeling, why me? I know it's true, but I can't believe it. I keep on wondering why my love shines in your eyes. Sometimes I lie awake and watch you sleeping, and listen to the beating of your heart. And sometimes when you're lying there, you take my breath away, and I wanna say, why me? I look at you and I get to feel, it's true, but I can't believe that it's me who's gonna be holding you in my arms tonight. And why it's me who's gonna be the one to make you feel alright tonight. Why me? I look at you and I get to feel it. Why me? I know it's true, but ja, gegen Ende des Contests kommen die Favoriten. Auch Irland zählt natürlich dazu mit dieser wirklich professionellen Performance, die Linda Martin den Johnny Logan Song Why Me
gegeben hat. Sein wirkungsvoller Halbtonschritt hat natürlich auch nicht fehlen dürfen. Ein sehr emotionelles Lied, aber das kommt ja immer an bei unserem Song Contest, wie wir wissen. Nun ist Dänemark an der Reihe, der unmittelbare Nachbar Südschwedens, der natürlich unter dem gutmütigen Spott der Schweden zu leiden hat, so wie etwa die Burgenländer unter dem absolut nicht gutmütigen Spott der Wiener. Den Klang der dänischen Sprache treffen könne man nur mit dem Stück einer heißen Kartoffel auf der Zunge, sagen die Schweden. Sie werden es ja selbst überprüfen können jetzt bei dem Lied »Alles, was niemand sieht«. In Ermangelung einer heißen Kartoffel unterlasse ich die Nennung des Originaltitels. Ein Pärchen singt für Dänemark, nämlich Lotte Nilsson und Kenny Lübke. Den Titel für Dänemark, »Alles, was niemand sieht«, hat Carsten Warming geschrieben. Danmarks dirigent Henrik Hofstad. Dänemark mit einem Titel von Carsten Warming, gesungen von Lotte Nilsson und Kenny Lübke. Was niemand sieht, so hieß der Titel in Deutsch. Und jetzt Italien. Italien hält wieder einmal einen interessanten Titel für den
Song Contest 1992 bereit. Er heißt Rhapsodia und stellt die Frage, wer wir sind und was wir aus unseren Idealen gemacht haben. Wer sich für ein richtiges italienisches Lied gehört, ist es unverwechselbar. In der Komposition, im Arrangement, aber auch in der Stimme der italienischen Sängerin Mia Martini. Eine, die schon sehr häufig am Song Contest teilgenommen hat und für die das gar keine außergewöhnliche Sache ist. Auch das Sanremo Festival, das hat Mia Martini sehr oft gesehen und einige Male auch gewonnen. Giuseppe Dati und Giancarlo Bigazzi sind die Autoren des italienischen Liedes. Ihre Anleihen bei Giacomo Puccini, nämlich zwei Takte im Refrain, sind bestimmt mit freundlicher Genehmigung des Komponisten geschehen. Italien also mit einer herrlichen Mia Martini und mit dem Titel Rhapsodia. Per favore, una Rhapsodia con Marco Falagiani. Buongiorno, i vecchi amori si incontrano nei bar, bugiardi ma sinceri a dirsi come va. Magari fuori piove e allora stanno lì pensando chissà dove, chissà perché finì. Buongiorno, i vecchi amori si dicono l'età, dolcissimi rancori ed altre verità. Chi siamo noi sperdute qui, così diversi dagli eroi nostri. Con l'ironia e un po' di guai in questa immensa rapsodia dei nostri ormai. Ma un giorno i vecchi amori si chiedono di più, i sogni e i desideri di un'altra gioventù. Sono gli amici, non vogliono consigli per essere felici. E quando i vecchi amori si lasciano nei bar, diventano canzoni di tanto tempo fa. Mia Martini sang das Lied Rhapsodia von Giuseppe Dati und Giancarlo Bigazzi für ihr Heimatland Italien. Tja, Jugoslawien ist jetzt an der Reihe. Nach einigen heftigen Beratungen hat sich die Eurovision entschlossen, diesen Beitrag
der von einem rein serbischen Team gestaltet wird, als jugoslawischen Beitrag in den Contest einzufügen. Die Begründung dafür: das Feld der Fernsehunterhaltung eigne sich besonders schlecht für politische Manifestationen. Wenn man im einleitenden Film, den Sie jetzt gerade sehen, zu diesem Beitrag, die Schönheiten des ehemaligen Jugoslawien zeigt und jahrhundertealte Stadtbilder am Auge des Betrachters vorbeiziehen lässt, als ob es das alles noch so gäbe, als ob nichts geschehen wäre und nichts geschehe, dann zeugt das eigentlich von schrecklichem Zynismus. Das kroatische Fernsehen zog seine Bereitschaft, den Song Contest auszustrahlen, zurück. Und hier in Malmö gab es auch vereinzelte Proteste, aber die Eurovision beruft sich aufs Formale und lässt's geschehen. Das Lied selbst ist harmlos wie ein neugeborenes Baby. Extra Nena singt es, Radivoje Radivojevic hat es geschrieben und hatte dabei die Folklore seines Landes im Ohr. Und es liegt in den Wetten gar nicht so schlecht. Dirigent inlånad von Sverige, Anders Berglund. Molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim što pre one duge molitve. Još si na mojim usnama, s mama snovi umorni nas čekali, ali mi nismo zaspali. Zora je čaše te razbila, snova se ljubavi napila. Ali mi nismo zaspali. Zora je čaše te razbila, s nama se ljubavi. Ich küsse dich mit meinem Lied, das ist der deutsch übersetzte Titel des jugoslawischen Beitrags. Extra Nena hat diese Komposition von Radivoje Radivojevic gesungen. Das schöne Norwegen ist jetzt an der Reihe und zieht in seiner ganzen Pracht an uns vorbei. Von der Putzigkeit seiner Häuserfensterchen bis zur monumentalen Kraft seiner Landschaft. Der Beitrag von Norwegen,
den dieses Land diesmal einbringt, wird von Merete Tröern gesungen und trägt den Titel Visioner, Visionen. Robert Morley hat den Titel geschrieben, der trotz seines englischen Namens ein Vollblut-Norweger ist und in seiner Heimat als Schallplattenproduzent und Klavierlehrer arbeitet. Eva Jansen, die Textdichterin, ist in Norwegen auch als Literatin bekannt, vor allem als Lyrikerin. Der Weltmusikmarkt und seine zwingenden Notwendigkeiten gehen allerdings an Klavierlehrern und Lyrikern bekanntlich ohne große Wirkung vorüber. Trotzdem eine sympathische Erscheinung, Merete Tröern, die Sängerin des norwegischen Beitrags, der Visionen heißt. Rolf Løvland, Dirigent für Norge. Varsågod. Visioner från drömmen ger reflektioner och en bön. Låt framtiden bli vår. Vi höster bara det vi sår. Vad har vi så förstått? Av tiden som har gått, han fortid bär framtiden. Schon. Merete Tröern, die norwegische Sängerin, mit ihrem Beitrag Visioner, Visionen. So, und jetzt geht's wieder zu einem der großen Favoriten des diesjährigen Grand Prix. Mit dem deutschen Beitrag Träume sind für alle da, bringt der Eurovisions-Contest-Veteran Ralf Siegel gemeinsam mit seinem Texter Bernd Meinunger wieder einen richtigen, genau auf dieses Festival zugeschnittenen Musiktitel in diesen Wettbewerb ein. Siegel ist ein wirklich erfahrener und ausgebuffter Musikproduzent und konnte sein Know-how schon mehrmals gewinnbringend beim Eurovision Song Contest einsetzen. Die Gruppe Wind, die er für diesen Grand Prix formiert hatte,
konnte bereits zweimal den zweiten Platz erreichen. Und mit seiner Paradesängerin Nicole war Ralph Siegel 1982, wie Sie sich erinnern werden, in Harrogate sogar siegreich. Deutschland geht also diesmal auch wieder aufs Ganze. Und es gibt sehr viele Journalisten und Musikbranchenleute in Malmö, die den Träumen von Ralph Siegel große Chancen einräumen, in siegreiche Wirklichkeit zu mutieren. Träume sind für alle da. Der deutsche Beitrag von Ralph Siegel und Bernd Meinunger, gesungen von der Gruppe Wind. Dirigent här är Norbert Daun. Sie mögen es gern, das deutsche Lied in Malmö. Und bei den Wetten rangiert es auch unter den ersten fünf. Übrigens ein paar Worte vielleicht noch zu dieser ewigen Zwistigkeit zwischen Österreich und Deutschland, was die Punktevergabe betrifft. Österreich kassierte bisher von der Schweiz um 65% weniger, als es an sie vergeben hatte. Und von Deutschland kassierte Österreich nur 11 Punkte weniger, als es an Deutschland vergab. Die Qualität der Geringschätzung im Sängerkrieg der deutschsprechenden Länder liegt also im Verhältnis Österreich-Schweiz viel höher als im Verhältnis Österreich-Deutschland. Immer wieder eine Empörung, die eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Ich wollte das auch noch anbringen. Die Niederlande sind jetzt dran. Sie haben die letzte Startnummer gezogen, ein an sich begehrter Platz in der Reihenfolge.
Das Musikland Holland war bereits viermal siegreich, zählt also zu den glücklichen und begeisterten Teilnehmern an dieser großen europäischen Fernsehmusikveranstaltung. In diesem Jahr schicken die Niederlande einen jungen, farbigen Sänger aus Guyana ins Rennen, der aber jetzt in Holland wohnt und dort an der Hilversummer Musikakademie unterrichtet. Komposition und Text stammen von Edwin Schrimsheimer und sein Produkt heißt Weiß mir den Weg. Die Niederlande sind jetzt an der Reihe mit Humphrey Campbell als Sänger. Nederlands Dirigent Harry van Hoof. Das war der letzte Beitrag. Etwa zwei Stunden, nein, ganz genau zwei Stunden und sieben Minuten haben diesmal die 23 eingesendeten Beiträge gedauert. Die Niederlande. Lydia die Schöne und Harald der Kühle haben nun wieder Gelegenheit, vors Publikum zu treten in schwedischer Sprache und uns die paar Minuten Pause, bis die Jurys ihre Wertungen zusammengefasst haben, in allen teilnehmenden Ländern mit einem Tanzprogramm hinwegzutrösten. Ein Jahrhundert des Tanzes heißt diese Zwischenaktnummer, die das schwedische Fernsehen für Malmö gestaltet hat. Der Bogen der vorgeführten Tänze reicht von 1892 bis heute. Nicht nur Ingmar Bergman oder Björn Borg oder auch der bereits riechende Hering sind typische schwedische Bezüglichkeiten. Es gibt auch einen Tanz, der typisch ist für Schweden. Sie nennen diesen Tanz Hambo, ein Tanz im Dreibeat-Rhythmus,
der nach der Legende vom Teufel selbst erfunden worden sein soll. Vom Hambo bis zu den typischen Tänzen von heute reicht der Bogen der Vorführungen, die vom Ballett des Stadttheaters Malmö gezeigt werden. Und in diesen Vorführungen kommt auch etwas sehr Originelles, nämlich Trelleborgs alte Tanzkapelle zur Geltung. Trelleborgs Gammeldanzkapelle. Wir wünschen gute Unterhaltung und melden uns dann in etwa 8 Minuten wieder, wenn es dann wirklich richtig spannend wird.
Des Tanzes, so hieß dieser Zwischenakt-Auftritt, getanzt von den Ballettmitgliedern des Stadttheaters in Malmö, gespielt vom Orchester und von der alten Trelleborger Tanzkapelle. Ich werde immer wieder gefragt, wer sitzt denn eigentlich in den Jurys? Nun, es sind je 16 Personen, von denen 8 nach den Kriterien Alter, Wohnort, Musikinteresse, Geschlecht ausgesucht werden und delegiert werden und je 8 Fachjournalisten und Branchenleute. Jetzt sind diese Jurys fertig, um ihre Ergebnisse abzuliefern. Und die beiden Presenter begrüßen nun Frank Neff, den großen alten Mann des Eurovision Song Contest. Na, so alt ist er auch wieder nicht, er wird gleich einmal 60 werden. Leider ist er nach 15 Jahren diesmal das letzte Mal dabei, denn er wird in Pension gehen, ein Jahr früher als geplant. Still, Switzerland was on semi-final, which is not bad. Oh, that's good. Tell me, Frank, what will happen with the Eurovision Song Contest in the future? Lydia fragt nach der Zukunft des Eurovision Song Contests. I forgot my crystal ball. But still, certainly, probably the status quo will remain for 93. Frank Neff sagt, dass 1993 sich noch nichts ändern wird an diesem Contest. Aber es wird versucht, eine neue Formel, einen neuen Austragungsmodus zu finden für das Jahr 1994. Dafür wird es eine Arbeitsgruppe geben, die diese neue Durchführungsform berät. And I insist on the word warmly, thank the Swedish television. Im Namen des Generaldirektors der EBU und des Programmdirektors Fernsehen bedankt sich Frank Neff ganz herzlich beim schwedischen Fernsehen, beim Malmö TV, für die Austragung dieses Song Contests. Und es ist ja in der Tat so, dass die Organisation ganz hervorragend geklappt hat. To two colleagues of mine and two friends sometimes. Who work for 15 years with me, Marie-Claire Donnet and Brian Flauser, the technical voting controller. Er bedankt sich auch bei seinen zwei engen Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter sehr herzlich, die 15 Jahre mit ihm gearbeitet haben. Anyway, during the years, Frank Neff has seen hundreds of artists
Während der Jahre hat Frank Neff viele Hunderte von Sängern gesehen, denen immer Blumen überreicht worden sind und Geschenke überreicht worden sind. Heute werden wir das einmal ändern und umdrehen. Eine Sängerin, nämlich die im Vorjahr siegreiche Schwedin Carola, überreicht Frank Neff einen schönen Blumenstrauß. So, und jetzt beginnt die Bewertung der einzelnen Beiträge durch die internationalen Jurys. Es ist dasselbe System wie jedes Jahr. Jede Jury kann 10 Länder beurteilen. Sie starten mit einem Punkt für den 10., 2 Punkten für den 9., 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter nach oben. 10 Punkte für den 2. und 12 Punkte für den 1. Madrid wird gerufen, die spanische Jury. Voici les résultats du jury espagnol. Irlande, 1 point. Irlande, 1 point. Ireland, 1 point. Autriche, 2 points. Autriche, 2 points. Austria, 2 points. Belgique, 3 points. Belgique, 3 points. Belgium, 3 points. Danemark, 4 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Royaume-Uni, 5 points. Le Royaume-Uni, 5 points. United Kingdom, 5 points. France, 6 points. La France, 6 points. France, 6 points. Pays-Bas, 7 points. Les Pays-Bas, 7 points. Netherlands, 7 points. Island, 8 points. Island, 8 points. Iceland, 8 points. Israël, 10 points. Israël, 10 points. Israel, 10 points. Et Malte, 12 points. Malta, der hohe Favorit, hat den Spaniern am besten gefallen. 12 points. Thank you very much. Muchas gracias, Madrid. Das ist der Green Room, den wir hier sehen. Hier sitzen die Künstler und warten aufs Urteil. Bonsoir, Brüssel. Bonsoir, Lydia. Bonsoir, Aral. Die belgische Jury. Ici Bruxelles pour les votes du jury belge. Espagne, 1 point. Espagne, 1 point. Spain, 1 point. Pays-Bas, 2 points. Les Pays-Bas, 2 points. Netherlands, 2 points. Norvège, 3 points. La Norvège, 3 points. Norway, 3 points. Islande, 4 points. Islande, 4 points. Iceland, 4 points. Suisse, 5 points. La Suisse, 5 points. Switzerland, 5 points. Allemagne, 6 points. Allemagne, 6 points. Germany, 6 points. Irlande, 7 points. Irlande, 7 points. Ireland, 7 points. Autriche, 8 points. L'Autriche, 8 points. Austria, 8 points. Beginnt ganz gut. Malte, 10 points. Malta, 10 points. Et Royaume-Uni, 12 points. Et finalement, le Royaume-Uni, 12 points. Der zweite große Favorit, England, diesmal an erster Stelle der belgischen Jury. Bonsoir. Okay, after two countries given votes, we have Malte atop with 22 points. When I call Israel. Israel, good evening. Good evening, Lilia. Good evening, Harald. This is Jerusalem. And here are the results of the Israeli jury. Finland, 1 point. Finland, 1 point. La Finlande, 1 point. The United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Swiss,
3 points. Cyprus, 3 points. Chypre, 3 points. Iceland, 4 points. Iceland, 4 points. Island, 4 points. The Netherlands, 5 points. The Netherlands, 5 points. Pays-Bas, 5 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Le Danemark, 6 points. Greece, 7 points. Greece, 7 points. La Grèce, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Le Portugal, 8 points. Yugoslavia, 10 points. Yugoslavia, 10 points. La Yougoslavie, 10 points. And France, 12 points. And France, 12 points. La France, 12 points. And this concludes the results of the Israeli jury. Shalom from Jerusalem. Shalom, and thank you very much. And after the Israeli jury voting, Malta is still in lead with 22 points. And now I say bonsoir, Anka. Malta ist nach 3 Jurys mit 22 Punkten bonsoir, an der Spitze. Merci pour l'agréable soirée. Et voici donc les résultats du jury turc. L'Espagne, 1 point. L'Espagne, 1 point. Spain, 1 point. L'Israël, 2 points. Israël, 2 points. Israël, 2 points. La France, 3 points. La France, 3 points. France, 3 points. La Belgique, 4 points. La Belgique, 4 points. Belgium, 4 points. L'Italie, 5 points. L'Italie, 5 points. Italy, 5 points. La Yougoslavie, 6 points. La Yougoslavie, 6 points. Yougoslavia, 6 points. Les Pays-Bas, 7 points. Les Pays-Bas, 7 points. Netherlands, 7 points. La Grèce, 8 points. La Grèce, 8 points. Greece, 8 points. Royaume-Uni, 10 points. Le Royaume-Uni, 10 points. United Kingdom, 10 points. Et l'Irlande, 12 points. Et finalement, l'Irlande, 12 points. Ireland, 12 points. Die Iren werden sich gedacht haben, höchste Zeit. C'est les résultats du jury turc qui vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Okay, we have a new leader, United Kingdom in top with 29 points right now. When I say good evening, Greece, do you hear me, Malmö? Καλησπέρα από την Αθήνα. Hello, Malmö. As I'm calling, here are the results of the Greek jury. Yugoslavia, 1 point. Yugoslavia, 1 point. La Yougoslavie, 1 point. Portugal, 2 points. Portugal, 2 points. Le Portugal, 2 points. Italy, 3 points. Italy, 3 points. L'Italie, 3 points. Spain, 4 points. Spain, 4 points. L'Espagne, 4 points. Netherlands, 5 points. Netherlands, 5 points. Les Pays-Bas, 5 points. Iceland, 6 points. Iceland, 6 points. Island, 6 points. Malta, 7 points. Malta, 7 points. Malte, 7 points. Austria, 8 points. Austria, 8 points. L'Autriche, 8 points. Alten Griechen weiß, was sich gehört. 10 points. Cyprus, 10 points. Chypre, 10 points. And Ireland, 12 points. And Ireland, 12 points. L'Irlande, 12 points. And that completes the points of the Greek jury. Okay, thank you very much. And the leader is still Ireland with 32 points.
Et maintenant la France, bonsoir Paris. Bonsoir Malmeux, bonsoir à tous. Voici le résultat du vote du jury français. Suède, 1 point. La Suède, 1 point. Sweden, 1 point. Chypre, 2 points. Chypre, 2 points. Cyprus, 2 points. Belgique, 3 points. La Belgique, 3 points. Belgium, 3 points. Les Pays-Bas, 4 points. Les Pays-Bas, 4 points. Netherlands, 4 points. La Yougoslavie, 5 points. La Yougoslavie, 5 points. Yougoslavia, 5 points. L'Espagne, 6 points. L'Espagne, 6 points. Spain, 6 points. La Grèce, 7 points. La Grèce, 7 points. Greece, 7 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israel, 8 points. Royaume-Uni, 10 points. Le Royaume-Uni, 10 points. United Kingdom, 10 points. Et l'Italie, 12 points. Et Italie, 12 points. Finally, Italy with 12 points. Eine beachtliche Wertung der französischen Jury. Es setzt den italienischen Titel an die erste Stelle. Once again, United Kingdom atop with 39 points. When I call Sweden, Gothenburg, tjenare, hur är läget? Tjenare, själv Harald, det är bra. Tjena Lydia. Good evening, Malmö, and very welcome in our exclusive club of Eurovision Song Contest host cities. This is the Göteborg calling with the results of the Swedish jury. Austria, 1 point. Austria, 1 point. L'Autriche, 1 point. Norway, 2 points. Norway, 2 points. La Norvège, 2 points. Greece, 3 points. Greece, 3 points. La Grèce, 3 points. Israel, 4 points. Israel, 4 points. Israël, 4 points. United Kingdom, 5 points. United Kingdom, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. Iceland, 6 points. Iceland, 6 points. Island, 6 points. Denmark, 7 points. Denmark, 7 points. Le Danemark, 7 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. L'Italie, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. Irlande, 10 points. And finally, Malta, 12 points. Malta, 12 points. Malte, 12 points. And that completes the points of the Swedish jury. Good night, Malmö. Tack ska du ha. Bye-bye. And still in lead, United Kingdom with 44 points. Next country coming up, Portugal. Bonsoir, Lisboa. Bonsoir, Malmo. Ici Lisbonne. Voici les résultats du jury portugais. Danemark, 1 point. Danemark, 1 point. Denmark, 1 point. Chypre, 2 points. Chypre, 2 points. Cyprus, 2 points. Autriche, 3 points. L'Autriche, 3 points. Austria, 3 points. Irlande, 4 points. L'Irlande, 4 points. Ireland, 4 points. Grèce, 5 points. La Grèce, 5 points. Greece, 5 points. Islande, 6 points. L'Islande, 6 points. Iceland, 6 points. Israël, 7 points. Israël, 7 points. Israel, 7 points. L'Italie, 8 points. L'Italie, 8 points. Italy, 8 points. Allemagne, 10 points. L'Allemagne, 10 points. Germany, 10 points. Malte, 12 points. Finally, Malte, 12 points. Malta, 12 points.
Et ceci termine les points attribués par le jury portugais. Bonsoir. Bonsoir. I say good evening, Cyprus. Hello, Malmö. Hello. This is Nicholas here, and here are the results for the Cyprus jury. Malta, 1 point. Malta, 1 point. Malte, 1 point. Yugoslavia, 2 points. Yugoslavia, 2 points. La Yugoslavie, 2 points. France, 3 points. France, 3 points. La France, 3 points. Israel, 4 points. Israel, 4 points. Israel, 4 points. Ireland, 5 points. Ireland, 5 points. Irlande, 5 points. United Kingdom, 6 points. United Kingdom, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. Netherlands, 7 points. Netherlands, 7 points. Les Pays-Bas, 7 points. Austria, 8 points. Austria, 8 points. L'Autriche, 8 points. Italy, 10 points. Italy, 10 points. L'Italie, 10 points. Greece, 12 points. And finally, Greece, 12 points. La Grèce, 12 points. And that completes the results of the Cyprus jury. Good night, Mama. Thank you. Cyprus, Malta, still in the lead. We go on, and that's the country to call. Malta, can you hear me? Bonsoir, Malmö. Bonsoir. Good evening, Malmö. Nach der zyprischen Jury liegen wir derzeit an der 9. Stelle, wenn ich richtig gerechnet habe. Ist ein bisschen schwierig. Es gibt diesmal sehr wenig oft die Zwischenergebnisse auf dem Bildschirm. Cyprus, 1 point. Zypr, 1 point. Spain, 2 points. Spain, 2 points. L'Espagne, 2 points. Yugoslavia, 3 points. Yugoslavia, 3 points. La Yugoslavie, 3 points. Austria, 4 points. Austria, 4 points. L'Autriche, 4 points. Italy, 5 points. Italy, 5 points. L'Italie, 5 points. United Kingdom, 6 points. United Kingdom, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. Israel, 7 points. Israel, 7 points. Israel, 7 points. Turkey, 8 points. Turkey, 8 points. La Turquie, 8 points. Luxembourg, 10 points. Luxembourg, 10 points. The Luxembourg, 10 points. Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. L'Irlande, 12 points. And that completes the points of the Maltese jury. Good night, Malmö. Good night, Valera. Thank you very much. And now Ireland in lead with 63 points. Just a moment. Je vote en provenance de Luxembourg. Merci. But you are too early, aren't you? No. Too early. Die Luxemburger Jury hat sich jetzt gemeldet, die wäre yes. aber zu früh dran. God kväll, Island. Island kommt, hoffentlich. God kväll to Malmö. Ja, hier ist Reykjavik. You know the results of the Icelandic jury? Norway, 1 point. Norway, 1 point. La Norvège, 1 point. Greece, 2 points. Greece, 2 points. La Grèce, 2 points. Netherlands, 3 points. Netherlands, 3 points. Les Pays-Bas, 3 points. United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Le Royaume-Uni, 4 points. Yugoslavia, 5 points. Yugoslavia, 5 points. La Yougoslavie, 5 points.
Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. L'Irlande, 7 points. Malta, 8 points. Malta, 8 points. Malte, 8 points. Italy, 10 points. Italy, 10 points. L'Italie, 10 points. And Switzerland, 12 points. Finally, Switzerland, 12 points. La Suisse, 12 points. Österreich liegt nun an der 8. Stelle gemeinsam mit Island. Thank you, good night. And it was an unexpected vote. Now, Ireland again in the lead, 70 points. When I called Finland and Helsinki. Good evening, Finland. Good evening, Malmö. This is Helsinki calling with the result of the Finnish jury. Norway, 1 point. Norway, 1 point. La Norvège, 1 point. Portugal, 2 points. Portugal, 2 points. Le Portugal, 2 points. Spain, 3 points. Spain, 3 points. L'Espagne, 3 points. Yugoslavia, 4 points. Yugoslavia, 4 points. La Yougoslavie, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. United Kingdom, 6 points. United Kingdom, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. La France, 7 points. Cyprus, 8 points. Cyprus, 8 points. Chypre, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. L'Irlande, 10 points. And Italy, 12 points. And Italy, 12 points. L'Italie, 12 points. Weiterhin 8. Platz für Österreich, ex aequo mit Island. Finland is proud and thrilled to meet Sweden in the ice rink in Prague tomorrow. Yeah, but at the World Ice Hockey Chess Finals. So die Sprecherin der Jury wünscht Schweden noch alles Gute bei dem Eishockeyspiel in Prag morgen. And the next country, Switzerland, La Suisse. Bonsoir, Zürich. Bonsoir, Malmö. Bonsoir, Lydia. Voici les résultats du jury suisse. Pays-Bas, 1 point. Les Pays-Bas, 1 point. Netherlands, 1 point. Chypre, 2 points. Chypre, 2 points. Cyprus, 2 points. Islande, 3 points. Islande, 3 points. Iceland, 3 points. Israël, 4 points. Israël, 4 points. Israel, 4 points. Malte, 5 points. Malte, 5 points. Malta, 5 points. Irlande, 6 points. L'Irlande, 6 points. Ireland, 6 points. Italie, 7 points. L'Italie, 7 points. Italy, 7 points. Royaume-Uni, 8 points. Le Royaume-Uni, 8 points. United Kingdom, 8 points. Grèce, 10 points. La Grèce, 10 points. Greece, 10 points. Et la France, 12 points. Finalement, la France, 12 points. France, 12 points. Et ceci termine le vote du jury suisse. Bonsoir, Malmö. Bonsoir. Et maintenant, le Luxembourg, bonsoir. Bonsoir, Malmö. Ici Luxembourg avec le résultat du jury luxembourgeois. Belgique, 1 point. La Belgique, 1 point. Belgium, 1 point. Yougoslavie, 2 points. La Yougoslavie, 2 points. Yougoslavia, 2 points. Espagne, 3 points. L'Espagne, 3 points. Spain, 3 points. Norvège, 4 points.
La Norvège, 4 points. Norway, 4 points. Islande, 5 points. Islande, 5 points. Iceland, 5 points. Danemark, 6 points. Le Danemark, 6 points. Denmark, 6 points. Royaume-Uni, 7 points. Le Royaume-Uni, 7 points. United Kingdom, 7 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israel, 8 points. Irlande, 10 points. L'Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Et Malte, 12 points. Et Malte, 12 points. Malta gets the 12 points. Zurückgerutscht auf den 11. Platz, unser Song Zusammengehen. Merci beaucoup, bonsoir. They seem to stand between Ireland in the lead with 96, and we have United Kingdom, Italy, and Malta with good points. When I call Austria, good evening, Austria. Yes, good evening, Malmö. This is Vienna. Here are the results of the Austrian jury. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Spain, 2 points. Spain, 2 points. L'Espagne, 2 points. Denmark, 3 points. Denmark, 3 points. Le Danemark, 3 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. La Grèce, 4 points. Netherlands, 5 points. Netherlands, 5 points. Les Pays-Bas, 5 points. Italy, 6 points. Italy, 6 points. L'Italie, 6 points. Iceland, 7 points. Iceland, 7 points. Islande, 7 points. Malta, 8 points. Malta, 8 points. Malte, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. L'Irlande, 10 points. And finally, United Kingdom, 12 points. And United Kingdom, 12 points. Royaume-Uni, 12 points. And that completes the points from the Austrian jury. Good night, Malmö. Good night, Vienna, and thank you. And on first place, Ireland with 106 points. And after that, Ireland, Irland an der ersten Stelle. Zweiter Platz, England. Österreich ist nach der österreichischen Jury noch an der 11. Stelle, also zurückgerutscht um 3 Plätze. Hello, United Kingdom, Malmö calling. London. Yes, London. Are you there? Malmö is here. Na, da gibt's Kommunikationsschwierigkeiten. Die englische Jury. Shall we continue, Frank? Shall we try next country? No. Die beiden Presenters fragen jetzt Frau Neff, ob sie so weitergehen können, nämlich eine Jury überspringen. Aber jetzt ist sie da. Jetzt ist die englische Jury da. Spain, 1 point. L'Espagne, 1 point. Netherlands, 2 points. Netherlands, 2 points. Les Pays-Bas, 2 points. Denmark, 3 points. Denmark, 3 points. Le Danemark, 3 points. Switzerland, 4 points. Switzerland, 4 points. La Suisse, 4 points. Norway, 5 points. Norway, 5 points. La Norvège, 5 points. Germany, 6 points. Germany, 6 points. L'Allemagne, 6 points. Israel, 7 points. Israel, 7 points. Israel, 7 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. L'Irlande, 8 points. Austria, 10 points. Austria, das bringt uns wieder points. Ein ganz schönes Stück weiter nach vor. Iceland, 12 points. Islande, 12 points. And that completes the points of the United Kingdom jury. Glad we made contact with you. Good night here in Malmö. Good night, London. Thank you.
Ireland, now good evening. Wenn ich richtig Dublin gerechnet habe in der Schnelligkeit, achter Platz für Österreich. Also. We have your results. We hope it's safe right now. Good evening, Malmo. Dublin calling. And here are the results of the Irish jury. Switzerland, 1 point. Switzerland, 1 point. La Suisse, 1 point. Germany, 2 points. Germany, 2 points. L'Allemagne, 2 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. La Turquie, 3 points. Yugoslavia, 4 points. Yugoslavia, 4 points. La Yugoslavie, 4 points. France, 5 points. France, 5 points. La France, 5 points. Cyprus, 6 points. Cyprus, 6 points. Sheep, 6 points. United Kingdom, 7 points. United Kingdom, 7 points. Le Royaume-Uni, 7 points. Netherlands, 8 points. Netherlands, 8 points. Les Pays-Bas, 8 points. Malta, 10 points. Malta, 10 points. Malte, 10 points. And Austria, 12 points. Austria, 12 points. L'Autriche, 12 points. And that concludes the vote on the Irish jury. Thank you very much and good night. Good night. Still Ireland in the lead though. When I also für den österreichischen Beitrag läuft es diesmal nicht so blamabel wie im Vorjahr. Wir mischen immer so in der Mitte mit. Spain, 1 point. Spain, 1 point. L'Espagne, 1 point. Israel, 2 points. Israel, 2 points. Israel, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. L'Allemagne, 3 points. And Sweden, 4 points. And Sweden, 4 points. La Suède, 4 points. Iceland, 5 points. Iceland, 5 points. L'Islande, 5 points. Norway, 6 points. Norway, 6 points. La Norvège, 6 points. Austria, 7 points. Austria, 7 points. L'Autriche, 7 points. Malta, 8 points. Malta, 8 points. Malte, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. L'Irlande, 10 points. And United Kingdom, 12 points. United Kingdom, 12 points. Royaume-Uni, 12 points. And that completes the points of the Danish jury. François Atous, Hayes Barrier. Hey, Danmark. Thank you. There's still no doubt about it. Ireland is on top with 124 points. Adesso Italia. Buonasera Italia e buonasera Roma. Ciao. Allo Malmo. Allo. Allo. Why is calling Malmo? Yes, we can hear you. Yes, I can hear you. Bonsoir. Bonsoir. What résultat de jury italienne? Merci. Portugal, 1 point. Le Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. Irlande, 2 points. L'Irlande, 2 points. Ireland, 2 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Malta, 3 points. Chypre, 4 points. Chypre, 4 points. Cyprus, 4 points. Island, 5 points. Could you repeat that? Island. Iceland. 5 points. Island, 5 points. Iceland, 5 points. France, 6 points. La France, 6 points. France, 6 points. Espagne, 7 points. Espagne, 7 points. Spain, 7 points. Royaume-Uni, 8 points. Le Royaume-Uni, 8 points. United Kingdom, 8 points. Suisse, 10 points.
La Suisse, 10 points. Switzerland, 10 points. Grèce, 12 points. La Grèce, 12 points. Greece, 12 points. Das bringt uns leider vom 7. wieder auf die 8. Stelle. Merci. Bonsoir. I call Yugoslavia. Good evening, Yugoslavia. Speaking. Good evening, Malmö. This is Belgrade calling. I'm sure our votes are going to add some excitement to what's been happening on the scoreboard. You think so? So, here are the results of the Yugoslav jury. Die jugoslawische Jury ist sicher, dass ihre Wertung einige Überraschungen am Scoreboard bereiten wird. Excuse me, I have to repeat. Repeat before. Yes, la Norvège, un point. Ireland, two points. L'Irlande, 2 points. Finland, three points. Finland, 3 points. La Finlande, 3 points. Sweden, 4 points. Sweden, 4 points. La Suède, 4 points. Portugal, 5 points. Le Portugal, 5 points. Turkey, 6 points. Turkey, 6 points. La Turquie, 6 points. Greece, 7 points. Greece, 7 points. La Grèce, 7 points. Cyprus, 8 points. Cyprus, 8 points. Chypre, 8 points. Malta, 10 points. Malta, 10 points. Malte, 10 points. And Israel, 12 points. Israel, 12 points. And that completes the votes of Yugoslav jury. Good night, Malmö. Weiterhin 8. Platz night, für Österreich. Belgrad. Thank you. No one still can't beat Ireland on top with 128. And as a surprise, United Kingdom at second place with 120. Malta, Italy and Greece next. Norge, god kväll. Good evening. Good kväll, Malmö. Here are the points from the Norwegian jury. Iceland, 1 point. Island, 1 point. Israel, 2 points. Israel, 2 points. Cyprus, 3 points. Cyprus, 3 points. Chypre, 3 points. Netherlands, 4 points. Netherlands, 4 points. Les Pays-Bas, 4 points. Spain, 5 points. Spain, 5 points. L'Espagne, 5 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. L'Irlande, 7 points. Greece, 8 points. Greece, 8 points. La Grèce, 8 points. France, 10 points. France, 10 points. La France, 10 points. And finally, Italy, 12 points. Italy, 12 points. Finalement, Italie, 12 points. And that's all from Oslo. Bye-bye, Malmö. Bye-bye. Okay, you can all see. I call Germany. Good evening, Germany. Good evening, Malmö. Leipzig calling. Here are the results of the German jury. Italy, 1 point. Italy, 1 point. L'Italie, 1 point. Yugoslavia, 2 points. Yugoslavia, 2 points. La Yugoslavie, 2 points. France, 3 points. France, 3 points. La France, 3 points. Israel, 4 points. Israel, 4 points. Israel, 4 points. Denmark, 5 points. Le Danemark, 5 points. Iceland, 6 points.
Iceland, 6 points. Island, 6 points. Netherlands, 7 points. The Netherlands, 7 points. Les Pays-Bas, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Le Portugal, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. L'Irlande, 10 points. And finally, United Kingdom, 12 points. And United Kingdom, 12 points. Royaume-Uni, 12 points. 10. Stelle für Österreich jetzt. That completes the points of the German jury. Yes, it does. Thank you very much. So, well, we can't be too happy yet because we still have one more country to vote, Netherlands. Wieder ein ziemlich enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Platz 1 und 2. Good evening, music lovers. Hilversum calling. Here are the results of the Dutch jury. Spain, 1 point. Spain, 1 point. L'Espagne, 1 point. Iceland, 2 points. Iceland, 2 points. L'Islande, 2 points. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. La Grèce, 4 points. Malta, 5 points. Malta, 5 points. La Malte, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. United Kingdom, 7 points. United Kingdom, 7 points. Le Royaume-Uni, 7 points. Cyprus, 8 points. Cyprus, 8 points. Chypre, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. L'Irlande, 10 points. And last but not least, Italy, 12 points. Italy, 12 points. L'Italie, 12 points. Damit ist der 37. Eurovision Song Contest 1992 aus Malmö in Schweden beendet. Österreich hat den 10. Platz erreicht. Hoffentlich habe ich da in der Schnelligkeit richtig gerechnet. Der verdiente Sieger ist Irland. Irland mit einem Titel von Johnny Logan, der damit wohl aufsteigt in den Eurovision Song Contest Himmel als vorprogrammierbarer Sieger, und die überglückliche Sängerin Linda Martin. Am enttäuschtesten wird wohl Ralf Siegel sein, der seinen deutschen Beitrag mit der Gruppe Wind viel, viel weiter vorne gesehen hat, als er letztendlich erreicht hat. Aber wir alle freuen uns über den Sieg Johnny Logans, über den Sieg Irlands und über den Sieg der sympathischen Linda Martin, die selbstverständlich ihr Lied jetzt noch einmal singen wird. Das Lied, das Why Me heißt, warum ich, nun inzwischen weiß es. Here is Johnny Logan, welcome! Johnny Logan kommt auf die Bühne, siegesgewohnt. Für ihn ist dieser Auftritt nichts Neues mehr. May we have a comment, Linda? May we have a comment from you? Harald bittet Linda um einen kleinen Kommentar. Sie ist zu sehr außer Atem, um sprechen zu können. Sie dankt allen. Sie dankt ihren irischen Landsleuten für die Unterstützung. Und hier kommt Carola, die Vorjahressiegerin aus Schweden, mit dem Glasskulpturpreis. Johnny Logan bedankt sich auch bei allen, die ihn unterstützt haben. Er wird am Montag in Australien sein. Shay Healy, a friend of mine who wrote What's Another Year. Shay, this is for your father and for mine. Okay, sein Vater sieht heute Abend zu, er grüßt ihn herzlich, und auch Shay Healy, den Komponisten
von What's Another Time, der gemeinsam mit seinem Vater zusieht. Und auch seinen Vater lässt er herzlich grüßen. And, der Preis ist gerade jetzt von Carola zu Linda Martin hinübergegangen. This is for Frank McNamara and Charisse as well, as they're involved in the record. Cheers, guys. Ein weiterer Dank von Johnny Logan an einen Freund in der Schallplattenindustrie. Küsschen, Blumen, Freudentränen und hinter der Bühne nicht zu sehen am Bildschirm, viele Enttäuschte. Aber das ist nicht wichtig, in einem solchen Moment sind die Sieger gefragt. In diesem Fall die Siegerin und der Sieger. Und hier noch einmal der Song aus Irland, der diesmal gewonnen hat, Why Me? Und ich verabschiede mich von Ihnen, meine Damen und Herren, vor allem bei den Unentwegten, die bis jetzt ausgeharrt haben, und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Sometimes I watch you passing by my window, and sometimes I watch you passing through my dreams. And sometimes when I look at you, you take my breath away. Sometimes I try and understand your reasons. You choose to feel the way you feel about me. And sometimes when I turn around and you're there like today, and I wanna say, why me? I look at you and I get to feeling, why me? I know it's true, but I can't believe it. I keep on wondering why my love shines in your eyes. And listen to the beating of your heart. And sometimes when you're lying there, you take my breath away. And I wanna say, why me? I look at you and I get to feel. Song contest from Malmö 1992, and this was the winner song that you heard, and we wish Linda Martin and Johnny Logan all the best, and congratulations, Ireland. That's it from us. See you next year, I guess, then in Dublin. Thank you. Thank good you. Night, goodbye, hej då, leve, tjosan.